Hallo und herzlich willkommen bei Cargo Bike Lovers. Eine ungewöhnliche Perspektive, keine Ladefläche vorne und ich kann euch verraten, auch keine hinten. Denn ich sitze auf dem Koga Colmaro Extreme. Ein Gravelbike, was ich mir vor etwa 6 Monaten gekauft habe. Und das wollte ich eigentlich nie in ein Video packen, aber ich glaube, ich muss euch darüber mal was erzählen. Denn es ist echt besser, als man denkt. Mein Name ist Julian und ich bin heute vor der Kamera mit schlechter Frisur und halte die Kamera. 2-in-1 Julian heute. Viel Spaß beim Video. Lasst schon mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. So sieht es aus, das Koga Colmaro Extreme. Wir haben hier die Rahmengröße L. Es ist ein Aluminiumrahmen mit einer Carbon-Gabel. Wie kam es überhaupt dazu, dass ich mir dieses Rad gekauft habe, wo ich doch normalerweise immer irgendwie Lastenräder habe? Das ist ganz einfach. George, ein Arbeitskollege, fragte mich, ob ich ihm eine Empfehlung geben könne für ein Gravelbike. Und da dachte ich, schaust du mal so rum, was gibt es denn so in der Preiskategorie bis 2500 Euro? Und zum damaligen Zeitpunkt, jetzt sind die Märkte natürlich entspannter. Wir haben im Oktober 2023 gekauft. Da war die Situation auch schon auf dem Weg der Entspannung, was die Kundenseite anbelangt. Also günstigere Preise im Anmarsch. Aber das konnte ja keiner ahnen, dass es jetzt so weit runter geht. Insofern ist das die Kaufsituation 2023 im Oktober. Das Rad ist damit jetzt 6 Monate alt. Leider nicht so häufig benutzt, wie ich es wollte. George hat seins sehr viel intensiver benutzt. Gleichzeitig sollte der Reiseradaspekt so ein bisschen berücksichtigt werden. Das heißt also kein Race Gravel oder ja, wie man das auch immer nennen möchte, diese Kategorie, sondern es sollte ein komfortables Gravelbike werden. Komfortabel und Reise, da denke ich an Koga und mir hat es vor allen Dingen aufgrund der Farbgebung gefallen. Also sind wir nach der Arbeit zur Fahrrad XXL gefahren und haben es Probe gefahren. George war direkt total überzeugt, hat seins sofort mitgenommen, unaufgebaut. Wir haben es dann noch montiert bei ihm und ja, konnten dann auch direkt mal eine kleine Probefahrt machen. Da wir etwa gleich groß sind, der George und ich, passt Rahmengröße L auch für mich. Und ja, was soll ich sagen, ich bin auf das Rad gestiegen, dachte erst aufgrund des Cockpits, das schon so ein bisschen twerky ist. Ah, gefällt mir das so. Aber tatsächlich, man fühlt sich direkt pudelwohl. Koga bekannt für seine tollen Aluminiumrahmen und vor allen Dingen auch seine Weltreiseräder ist natürlich ein Garant dafür, dass man hier lange mit unterwegs ist und lange Spaß hat. Ich habe mein Rad online gekauft, an demselben Abend noch, habe es für 1799 Euro, glaube ich, bei Raddiscount gefunden und direkt bestellt. Der Versand war problemlos, das Rad schnell bei mir, auch entmontiert. Das heißt also, ich musste nur noch die Räder reinstecken und dann ging es los. Ursprünglich war das Rad ein bisschen anders ausgestattet, als es jetzt vor mir steht. Und zwar hatte ich eine Kurbel eines anderen Herstellers dran. Könnt gerne gucken, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es vergessen, ich habe es abgespeichert unter Schrott. Denn ja, die Kurbel war direkt durch, das ist so ein Vielzahn. Und die Kurbel war so weich vom Material her, ich habe da im Berg mal richtig reingetreten und dann ist die Kurbel direkt Schrott gewesen. Also kein Montagefehler oder sonstiges, sondern einfach Materialprobleme. Ja, dann habe ich halt Kontakt zu Koga aufgenommen, weil ich hatte das Rad dort registriert und dachte mir so, ah ja, Koga, bekannt für guten Service, ich bin am Eiselmeer im Urlaub, dann nehme ich das Rad halt und fahre in Herrenfeen vorbei, die werden mir schon helfen. Pustekuchen. Also wer Koga aufgrund des Service kauft, glaube ich, ist verloren. Ich meine, die haben ja eh gerade mächtig Probleme, deswegen will ich da jetzt nicht so drauf eintreten, aber da war auf jeden Fall niemand bereit, irgendwie zu unterstützen. Also habe ich für 100 Euro eine GRX-Kurbel gekauft, da dran geschmissen mit Innenlager und dann war das Problem auch beseitigt. Ne? Also da muss man jetzt ja nicht drauf rumtreten wegen 100 Euro, ich habe das Rad ja günstig geschossen. Aber ist schon schade, weil wenn man irgendwie doch auch Geld bezahlt, auch wenn es natürlich rund 700 Euro Nachlass sind, erwartet man doch irgendwie den Service. Aber gut, habe ich mich mit abgefunden, 100 Euro bezahlt und dann ist der Drops gelutscht. Ansonsten ist das Rad mit einem GRX 800 Schaltwerk ausgestattet, den DT Swiss G 1800 Laufrädern und den passenden Bremsen. Bei den Reifen habe ich den WTB Byway in 47x650, also 650B Laufradsatz. Hier am Canal du Midi ist es richtig schön dreckig und da macht sich der breite Reifen auch bezahlt. Ich habe gestern Abend noch das hintere Schutzblech montiert, weil die letzten Tage doch sehr dreckig waren und ja, wenn man gefahren ist, immer wieder ein dreckigen Puppe bekommen habe. Jetzt heute sind wir mit Napoleon unterwegs auf dem Canal du Midi, also Lisa, Napoleon und ich. Und da ist es natürlich wichtig, dass man die ganze
den ganzen Dreck von den Klamotten weghält. Man möchte ja nicht komplett dreckig ankommen. Zum Cockpit muss ich sagen, es wirkt am Anfang definitiv twerky. Dieser geschwungene Lenker, das ist jetzt nicht aufgrund der Verzeichnung der Kamera, sondern der ist wirklich so geschwungen, ist am Anfang gewöhnungsbedürftig. Dachte ich, tausche ich, wenn er mir nicht gefällt. Wie ihr seht, er ist immer noch montiert und ich finde ihn sehr komfortabel, weil man kann sehr gut greifen. In dieser Position, aber auch in den anderen. Und auch im Unterlenker ist das Rad sehr bequem. Insgesamt möchte ich sagen, dass mir das Rad in seinen Details und den ganzen Anbauösen und so weiter sehr gut gefällt. Das heißt, ich habe jetzt hier unten die Möglichkeit, Forkbacks dran zu packen. Also die Halterung ist noch im Rahmen. Ich habe hier oben eine Tasche von Sundlinbags aus Berlin. Die ist super. Hier an der Seite schön mit einer Möglichkeit, das Handy mal eben schnell reinzupacken oder das Portemonnaie und so. Und hier drin mächtig viel Platz. Also definitiv eine Empfehlung, diese Tasche. Bei den Schutzblechen habe ich welche von SKS montiert. Die sind natürlich besonders für den Alltag, weil sie vorne so schön runtergezogen sind, echt ein Gamechanger und machten das Rad auf jeden Fall alltagstauglich damit. Den Rahmen habe ich größtenteils foliert, mehr schlecht als recht, aber es funktioniert. Vom Fahrgefühl her würde ich das Rad als gutmütig beschreiben. Durch den doch etwas längeren Radstand verzeiht es viele Fahrfehler. Gerade hier auf dem matschigen Untergrund ist das doch sehr hilfreich. Das Rad habe ich leider nicht so häufig verwendet bislang, wie ich das vorhatte. Es war ja auch eher so ein Spontankauf. Aber eine längere Tour habe ich damit schon gemacht, und zwar mit den Jungs durch Holland. Das war größtenteils flach, eher weniger Gravel. Aber am ersten Tag haben wir 100 Kilometer schön mit Rückenwind und ja, Richtung Küste zurückgelegt. Insgesamt waren es knapp 270 Kilometer an 3 Tagen. Also ich kann auf jeden Fall auch darüber berichten, dass ja, auf längeren Touren man damit auch gut unterwegs ist. Bei der Tour hatte ich ein Frameback installiert und eine Arschrakete sowie Forkpacks und die beiden Sundlin-Taschen. Wie das Rad reisefertig aussieht, zeige ich euch auch noch. Wir haben den Ort gewechselt, sind jetzt nicht mehr im Canal du Midi, sondern mittlerweile bei Perpignan am Wasser. Genauer Canet de Roussillon oder so ähnlich. Ich habe mal alle Taschen rangeschmissen, die sind jetzt leer. Das sieht natürlich dann nochmal so ein bisschen komisch aus. Aber genauso sieht das Rad reisefertig aus. Das heißt also, ich habe im Cockpit hier diese wunderschöne Tasche von der Berit aus Berlin. Die ist geräumig. Hier gibt es so Taschen, wo man Multitool und so reinpacken kann. Ihr seht, da findet also ordentlich was Platz. Napoleon, was ist denn los? Wir waren doch schon am Strand, wir haben blauer Ball gespielt. Das habe ich mir gedacht. Dann an der Gabel habe ich zwei Forkbags von Ortlieb. Ja, kennt man, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen, genauso wie zur Rahmentasche von Ortlieb. Die ohne Reißverschluss, ja, kennt man, funktioniert. Und hinten habe ich durch einen Zufall eine Tasche von Brooks. Ist ganz praktisch, tut was es soll. Hier ist so eine Tasche, da kann man alles reinpressen. Ja, im Prinzip auch bekannt, funktioniert. Ist ein bisschen bunt das Rad dadurch, ne? Die Tasche von Brooks passt jetzt irgendwie nicht so richtig zum Rad oder auch doch, weiß ich nicht, schreibt es mal in die Kommentare. So, das soll es gewesen sein vom Koga Colmaro Extreme. Hier aus Perpignan verabschiede ich mich jetzt und gehe Radfahren, denn das Wetter soll bis etwa 18 Uhr richtig gut sein.